gefallen vorhin. Sie geht davon klar, guck mal hier. Die sitzt wieder auf Bodenhöhe. Nicht, dass ja, es jetzt falsch ist. Mal gucken. Ja, gut. Also mir ist egal. Ist okay. So. Muss ja, ist ja eine halbe Platte. Dann gehen wir mal im Treppenhaus auf die unterste Etage, ja? Ein bisschen weiter gemacht habe ich. Nur ein bisschen. Das ist nur der Rahmen. Hinten ist zumindest die Zufuhr für Kohle schon mal. Hier recht. Ist nicht viel. Doppeltes Förderband? Wieso doppelt? Warum nicht? Wir haben doch nur eine Kohlequelle da hinten. Ja, aber da kommt sehr viel Kohle raus. Ich habe ungefähr gerechnet, dass man aus einer Kohlemine theoretisch 4 bis 5 Kohlegeneratoren betreiben könnte. Das heißt, wir können noch viel mehr Energie eigentlich erzeugen mit der einen Mine. Und wir haben 2 von den Minen. Du willst einen Fusionator, einen Splitter dahinter setzen dann? Und dann aufteilen, oder wie? Also meinst du eigentlich die Generatoren auch zu verlegen, ne? Ja, aber du kannst nur eine. Achso, ja, du kannst aber trotzdem nur einen Bohrer hier draufsetzen. Wo du Kohle erzeugst. Das ist mir klar. Und der Bohrer produziert, nach den Daten, die ich hier mehr habe, als der Generator verbraucht. 120 pro Minute. Das sind 2 Dinger sogar pro Sekunde. Okay. Das ist richtig viel. Und der hier kann nur 2,6. Ja, das heißt, du würdest dann die Zwischen noch einen Splitter setzen, ne? Und dann die Kohle auf das Förderband schieben. Obwohl, jetzt bin ich gerade mal. Warte mal. Wie viel kann der, hatte ich gesagt? 120. Ist Kohle genommen. Ja, auswählen. Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Guck mal in die Maschinen rein. Warte, es ist so früh am Morgen. Es ist 12.28 Uhr. Am Sonntag. Früh am Morgen. 120 pro Minute. So, und das andere? Wo steht das? Ja. Ein Problem, ne? Und wir sehen es ja, wie das Förderband stockt. Ja, auf jeden Fall kann man da optimieren. Also das hier wird auch Geld. Ja, weil der immer stoppen muss. Ja, dann wissen wir, also, worauf wir drin zu achten haben. Und wenn du reinguckst, wir haben eine Auslastung teilweise von 75% schon. Ja, ich hab schon gerade gesehen. Müssen langsam aufpassen. Also, ich würde jetzt tendenziell dazu raten, wo wir richtig an die Kohleproduktion gehen, sollten wir die Kohle komplett erstmal rüberholen zu uns. Ja, können wir eigentlich direkt schon hier machen, oder? Nein, weil der Kohlegenerator, den brauchen wir, sonst geht die Energie weg, ne? Ich würde hinten erst alles machen. Das machen wir anders. Splitter. Ich weiß schon wie. Kannst du noch zwei Platten hier vorsetzen? Vielleicht hier auf die Ecke auch noch mal eine. Ja, auf die Ecke noch eine. Sehr gut. Nicht genügend Freiraum. Ah ja, der Bohrer, ich sehe schon, das ist eine Scheiße. Gut, dann machen wir das halt so. Ach, jetzt sind die Dinger schon wieder weg. Jetzt muss ich mir ich hasse das, ne? Und die ist wieder ins Links hier legen. So. Nee, nicht so. Nein, nicht Feststelltaste, so rum. So, wie war das? Mauszeiger und 1. So. Mauszeiger 2. Ist immer cool, ne? Immer Alter. So. 3. Hallo? 3 hat er. 4. Hat er. Ah ne, warte, das soll die 4 sein. 4. Und das wird die 5. So. 5. Nein. So eine Scheiße. Vorsicht, ich geh doch mal bis. Ja. Ich werde mich kurz vor die Platte zuhauen. Auf der Distanz. Übrigens, es gibt ein Gerücht, ne? Ein Gerücht? Dass ich heute Morgen in den Abgrund gesprungen bin. Das ist nur ein Gerücht, ja?
Nein, da ist gar nichts. Geh da mal nicht drauf ein, okay? Dir zuliebe. Besser nicht. Besser nicht. So, wie machen wir das? Wir sollten den Generator erstmal hier lassen, ne? Ja, klar. Das machen wir auch. Das Problem ist, wenn wir. Wir werden ja kurzzeitig die Energie. Wir schalten den Generator erst parallel, bevor wir irgendwas machen. Ja, das Problem dabei ist, dass er kurzzeitig die Verbindung zum MK verliert, ne? Kein Problem, kein Problem. Und dadurch kann Strom machen. Doch, dadurch kriegen wir ihn. Komm mal her. Kannst du bitte einen Mast setzen? Und zwar zwei hoch, da wo jetzt Stapel. Die Anzeige. Nee, ein Stapel, den ich hier habe. Ja, wohin? Ja, genau da. Zwei hoch. Jo, danke. Wie, was, wo? Also, wo ist jetzt das Problem? Hä? Was? Geht das hier? Jetzt geht's. Ich will den ja unten verbinden. Das ist ja. Naja, aber wenn wir uns um. Dann stellen wir bitte. Genau hier nochmal einen hin. Und dann ungefähr. Das ist jetzt scheiße. Ja, mach den mal hin, aber eins höher. Geht schon nicht. Geht das auf der Seite? Geht auch nicht. Warte, der muss dann noch weiter zurück. Können wir den erstmal runter? Das geht auch. Mach den jetzt eins höher. Ja. Geht das? Die sind zu nah. Geht das? Ne, die sind einfach zu nah hier vorne. Du musst den hier bitte. Warte, das kann ich hier gerade machen. Ob das funktioniert? Leck mich. Ja, ein bisschen Kacke aus. Drei. Nein. Nein! Alter! Reiß das Ding ab und setz es richtig! Verschwinde! Geht doch! So. Geht doch. So, jetzt sind die Förderbänder schon mal angeschlossen. Jetzt gehst du am besten mal nach hinten und stellst mal einen Kohlegenerator auf, einfach nur ans Ende des Förderbandes. Ja, brauchen wir gar nicht, weil er ist noch sehr gefüllt mit 100 Stück. Bis der leer läuft, dauert. Wir können den MK kurz abbauen. Ja, wir müssen halt trotzdem gucken, dass wir den hinten aufgesteckt kriegen, ne? Ja, aber so. Ich entschuldige bitte den Ton. Eine Nachricht. Wenn es um den Kohlegenerator an sich geht, dann können wir den später verlegen. Eigentlich geht es mir gerade nur um die Kohle zuvor, oder? Moment. Ach, ja, passt. Bei mir klingelt das Telefon, bei dir auch. Das habe ich nicht ganz gehört, was er gesagt hat, weil ich ein bisschen abgelenkt gerade war. Wo ist hier das Förderband? Ich muss mal kurz Dinge erledigen, ja? Du musst mal kurz Dinge erledigen, dann erledige deine, ja. deine Dinge auch schnell. Ja. So, dann schalten wir jetzt den hier hin. Ich brauche den Scheißgenerator. Generator, Kohlegenerator. Wir finden natürlich Material. Yay! Ich hasse jetzt hier unten aus dem Lager bei uns. Ich hole das aus dem Lager bei uns. Damit das dann wieder ein bisschen abgebaut wird. So, weil ich will jetzt nämlich die beiden Generatoren parallel schalten. Dann das Förderband errichten. Dann schnell das Förderband umklemmen, dass der alte Generator noch leer laufen kann und der neue unten versorgt wird. Und zusätzlich dann
das oben dann ein bisschen umstrukturieren, dass wir dann oben Strom haben. So, jetzt bin ich gleich da. Das mit der diese Förderbandlandschaft, die gefällt mir hier auch sowas von gar nicht. Naja, was soll man denn da? So, jetzt geht's einmal hier hinten rum und das Rohrlager, das war das linke. So. Dürfte fürs erste reichen, habe ich noch genügend Platten. Ja. Und los geht's. Juhu. Neben habe ich auch noch genug, das heißt, ich nehme gleich die Abkürzung. So. Mal gucken. Kann ich hier rum? Nein. Nein, da besser nicht. Hier war, glaube ich, der Weg nach unten, oder? Ja. Oh Gott. Ja, gut. Ich dachte, ich schaffe den Sprung. Ja, gut. Michi? Hallo? So eine Scheiße. Ich habe aber noch genug hier. So. Essen. Komm, ich weiß, da kann ich mir gleich noch mal drei in den Magen klopfen. Essen die Paleo-Bären. Okay. Sehr lecker. Ich dachte, ich komme genau dahin. So. Yay, jetzt hab ich wieder alles. Hurra. So, na scheiße. Und der Michi ist heute Morgen einfach in den Abgrund gestürzt. Toll. Super. Hat der immer wieder toll hinbekommen. So. Oh, da ist er ja wieder. Hast du es noch gehört? Nee, nur dass du lachtest. Okay, dann ist gut. Um was geht's denn? Ach nichts, alles gut. So, es ist noch genug da drin, ne? Im Kohlegenerator. Schauen wir mal nochmal. Ich mach erst das andere. Ja, der ist komplett voll mit 100, ja. Ich verbinde kurz die andere Stelle. Moment. Das heißt, ich würde sagen, den Kohlegenerator lassen wir erstmal hier stehen. Bis wir eine eigene Plattform für die Generatoren haben, oder? Willst du das nochmal extra auf einer eigenen Plattform machen? Ja. Okay. Weil im Moment ging es mir nur um die Kohlezufuhr für. Wir müssen aber trotzdem den kurz ändern. Kannst du mal einen Generator. Warte mal, ich weiß es gerade. Generator. Ja, okay, dann können wir ihn auch mit nach hinten verschieben jetzt auf einmal. Mir ist egal. Ich muss den so oder so jetzt kurz woanders hinstellen. Okay. Entweder hier hin oder wir stellen ihn jetzt direkt nach drüben. Nach drüben direkt. Okay. Kannst du den drüben vielleicht schon hinbauen? Ja, aber ich weiß nicht, wollen wir den wirklich mit auf die Stahlproduktionsanlage? Das ist ja Stahlproduktion. Besser gesagt. Achso, ja, doch, Stahl ist ja da unten. Wie hoch ist das Teil? Das ist zu hoch, ne, für unsere Etage. Kohlegenerator? Ja, guck mal wegen dem Schornstein da oben. Oh. Der ist ein bisschen hoch, oder? Bis wir eine neue Lösung haben. Ja, setzen wir ihn doch erstmal hin, okay. Verschwinde. Geht doch. So, die 5. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Förderband hier oben. Muss jetzt nicht schön sein, ne? So, einmal anschließen hast du schon, ne? Was? War da was? Ist da was schiefgelaufen gerade? Nee. Kannst du. Moment. Kann ich? Soll mal den wieder darüber packen. Und. So. Der ist angeschlossen, ne? Okay. Dann. So. Sollte jetzt eigentlich erstmal laufen. Der muss noch mit einem Strommast verbunden werden, damit das was bringt. Der was wo? Der neue Kohlegenerator.
Scheiße. Dreh dich bitte nicht so schnell. Ja, wenn du runterspringst, springst. Ist das dein Ernst? Ich bin gerade schon ein bisschen weggesprungen gerade. Alter. Junge. Ach Mensch. So, der ist angeschlossen. Den anderen können wir noch so lange produzieren, dass er besser leer ist. Auch entweder so oder wir packen, machen das jetzt einfach so. Immer. Jetzt produziert er nichts. Ja, dann pack das drüben rein, die Kohle. Oder du nimmst gleich mit und verarbeitest die. Meinetwegen. Ach, der hatte drei Energiefragmente drin. Schnell reintun. Moment. Energiefragmente? Hä? Oder hatte der keine? Du meinst zum Übertakten oder was? Ach da, ja. Achso. Die müssen wir reintun, sonst kommen wir nicht auf das Energieniveau, weißt du? Ja, dann kannst du die reintun, oder? Hab ich schnell reingeschaltet. Ich dachte, wir hätten schon einen Stromausfall. Und kurz davor. War nur 5 MW Unterschied. Ja, ich seh's gerade da vorne. Die Spitze. Ja, jetzt hab ich's gerade schnell wieder übertaktet. Also wie du siehst, Kohle läuft nach drüben, ne? Ja, die Frage ist, kommt immer noch im Moment mehr Kohle hier an, als er verbraucht? Ja, ne? Ja. Oder? Ja. Ja, ist die Frage, wenn das sich im Lager langsam aufbaut, dann ja, baut sich auf. Nachher. Ja, dann reicht das. Gut, dann können wir damit also wieder nach drüben. Ich glaube sogar, dass man drei Sachen parallel laufen könnte bei einer Mine, aber machen wir erstmal nicht. Hier ist ein Fehler, oder? Ja, hier ist Konstruktionsfehler. Ja. Wo ist das Ding? Was ist das? Nein, das war ein anderes. Kannst du das gerade verbinden? Ist das? Ja. So. So, jetzt müssten wir die Infrastruktur drüben schaffen. Okay, läuft. Wir müssen die Plattform zu Ende bauen erstmal. Ja. Danach können wir weitermachen. Ich muss gerade gucken, dass ich hier nicht drauf gehe. So. Ich brauche Beton. Ach, hier unten haben wir noch nicht mal einen Aufzug. Toll. Muss man noch alles bauen, wobei wir den nochmal überdenken müssen. Ich habe keinen Plan, wie wir den machen. Treppen müssen wir nutzen. Ja. Leider. Wo ist das Betonlager? Im Obergeschoss, nicht im Erdgeschoss. Was? Wir haben drei Etagen aktuell. Stimmt, wir haben das ja schon in die Produktion angekettet da oben. Ja. Ich habe jetzt heute eine gute Produktion da oben haben. So. So, mal gucken, was haben wir denn hier so alles? Ja, die oberen Lager sind schon zur Hälfte voll. Ja, die eine Bahn läuft ja jetzt nicht mehr, ne? Oder? Ah, ne, das war nur bei Kupfer, glaube ich. Ne? Egal. Hier ist ein Loch, kann ich da runter? Ja. Ich habe keinen Beton mehr. Juhu. Ja. Dann mal gucken. Plattformen. Da. Wir brauchen Schilder. Ich verlaufe mich immer hier, ne? Jetzt. Ja, ich gerade auch schon. Welches ist das Erdgeschoss? Welches ist das Obergeschoss? Nein. Da. Nein. Ah. So eine Scheiße. Ist eine Pistole?
Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!